Hallo und herzlich willkommen zurück bei Feed the Beast. Und letztes Mal war meine Festplatte ein wenig voll. Aber ihr habt ja nichts verpasst, großartig. Weil ich auch nicht wirklich viel gemacht habe. Also ich kam mir im Nether an und dachte mir so, oh. Und dann gucke ich so und, oh. Und dann gucke ich weiter. Und dann baue ich das hier so ein bisschen. Und dann gucke ich und guck und stelle fest, ach, scheiße. Ja, und genau so ist es auch. Es ist scheiße, weil wir nämlich genau hier auf einer blöden Plattform sind. Und dieser Nether ist voll für den Arsch. Wir müssen irgendwie da runterkommen. Ha, ich habe eine kleine Idee. Und zwar... Wow. BTF. Ach du Scheiße. Ist es ja so, man kann kein Wasser im Nether verschütten. So. Aber wir spielen mit einem Modpack. Und da können wir uns einfach Öl nehmen, da dieser genauso ist wie Wasser. Und sich auch genauso verhält. Und ja, ich habe es ausgetestet und man konnte kein Wasser auslegen in der Hölle. Wie weit ist denn das Ding überhaupt entfernt hier? Nee, nicht. Ah, nein, nicht C. Oh, Penis. Ich meine hier, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ups. Upsala. Ich wollte. Ja, also ich wollte da halt Wasser auskippen und es ging nicht. Und ich dachte mir so, aber ich. Und dann so, nö. Und ja, okay. Dann holen wir uns mal eben Öl. Da fängt die Folge schon mal gut an. Wir müssen da irgendwie ein bisschen vorankommen. Also wir können da nicht hier, ne? Mann, jetzt rennt doch mal ein bisschen hier schneller. Wir können ja nicht ewig da rumwarten, bis wir irgendwo mal was finden. Und zwar, wir wollten ja hin wegen den Nether Bricks. Und ich war eigentlich der Meinung, man könnte den mittlerweile auch irgendwie so, aber nein, irgendwie so nicht. Nö, das geht irgendwie nicht. Ich dachte aber, nein. Ich hoffe, die Ölquellen sind jetzt nicht ganz so weit weg, weil ich wollte jetzt nicht zu weit laufen. Ich bin ja ein bisschen lauffaul, ne? Aber egal, wir müssen da sowieso nochmal irgendwann hin. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Teleport-Pipes haben. Ich glaube aber nicht. In dem Mod habe ich noch gar nicht nachgesehen. Aber ich denke nicht. Und wir müssen dringend was gegen den Energiebedarf tun, den wir jetzt schon haben. Weil ich kann da nicht ständig einen Stack Kohle reinwerfen oder so. Nur um ein wenig hier, ne? Energie zu kriegen. Weil das ist voll verschwenderisch. Also werden wir wohl anfangen, irgendwo in Löcher reinzufallen, ohne vorher zu gucken, ob das Loch tief ist. Und jetzt nehmen wir uns erstmal hier ein bisschen, also nur so ein bisschen, ne? Hier ein bisschen Öl mit. Ja, das Ding ist tief. Das geht, glaube ich, sogar ganz bis zum Bedrock. So, und jetzt laufen wir wieder zurück nach Hause. Zu Mami. Oh, hier ist aber noch Klee. So Clay. Das nehme ich auch nochmal hier mit. Moment, wir auf Festland drauf hier. Geht das alles deutlich schneller. Deutlich schneller, jeder. Ja, Clay brauchen wir nämlich auch. Wir müssen uns nämlich auch noch hier so einen Ofen bauen. Von hier Red Power. Und mir ist auch letztens wieder bewusst geworden, wofür Nikolai überhaupt ist. Beziehungsweise ich habe es nochmal nachgeguckt. Und das braucht man halt für Red Power. Wer hätte es gedacht? Und ja. Davon braucht man relativ viel. Kommt drauf an, was man für Geräte herstellen will. Aber. Okay. Naja. Nee, das lassen wir jetzt. Wir wollen ja in the Nether. In the Nether. Ne? Aber wir hin. So. Also laufen wir da jetzt auch hin. So, ich bin wieder zum Laufen. Hier ist überall wieder bloß nur Wasser. Und noch mehr Wasser. Oh. Tat nicht weh. Hihihi. Bin auf dem Gesicht gelandet. Mir geht's gut. So. Wobei, das wäre lustig. Wenn man so voll aufs Gesicht landet.
Mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Folgen vergessen habe, ein wenig den Sound anzupassen von der Musik. Das heißt, es kann wohl sein, dass die Musik etwas zu laut ist. Deswegen habe ich sie jetzt auch richtig leise gedreht. Aber ich glaube, das hängt mit dem Verhältnis zusammen, der sich bei Minecraft hier widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob hier Fraps versucht, das Ganze hier ein bisschen anzupassen oder nicht. Aber es wird dunkel. Und es wird dunkel. Und ich habe Angst, Mami. Mami, 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 Mami. Ach ja. Oh, ich habe mir übrigens auch schon ein Riesenprojekt überlegt, das mich wahrscheinlich an den Rand des Wahnsinns treiben wird, weil ich möchte nämlich ja so praktisch. Ja, bitte? Was gibt's denn? Oh. Ich dachte, kommt hier mal eine Pizza oder so. Nö. Nee, es ist, es gibt ja Logistik-Pipes. Falls ihr die nicht kennt, das sind im Endeffekt, Pipes. Nein, also was ist eine Pipe? Eine Pipe, für die, die es überhaupt nicht kennen. Uah, was mal rausgeht aus der Tür. Eine Pipe ist folgendes. Eine Pipe. Eine Pipe ist sowas hier. Da werden in der Regel, also hier, die sind jetzt von... Na, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Sehr gut, was habe ich nur mit dem Namen von dem armen Zeugsbums? Das ist hier von... Na, egal, das sind auf jeden Fall Pipes. Und damit werden Items transportiert. So, und es gibt halt auch hier... Na, was habe ich gerade mal gesagt? So fällst du eigentlich rein, du blöder Penner. Mann, Logistikpipes. So, ich hab's halt wieder. So, Logistikpipes. Und diese Logistikpipes können bestimmte Sachen craften. Man kann beispielsweise halt eine Spitzhacke anfordern. Dann wird eine Spitzhacke gecraftet, wenn man das ganze System so verbunden hat und so weiter und so fort. Er nennt einen die ganzen Bestände, die man hat. Vollautomatisch, alles drum und dran. Also eine richtig, richtig coole Sache. Das Problem ist nur, wir haben keine Logistikpipes. Aber ich möchte nicht ewig durch mein Lager rennen und suchen, bis ich das gefunden habe, was ich finden wollte. Wo ich brauche. Und deswegen werde ich erstmal fast sterben. Nee, aber da gibt es halt Logistikpipes, die wir nicht haben. Also werde ich das Ganze mit Computercraft versuchen zu realisieren. Und ich glaube, das da unten hat jetzt nicht so gut geklappt, was? Ach du Heilige. Na doch. Es ist zu... Oh. Ja, es ist zu hier, ne? Obsidian. Geworden. Und genau das machen wir jetzt auch hier. Wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen Wasser... So ein bisschen Wasser hier, ne? Und bauen aber erstmal kurz hier einen Auffangbehälter für die Lava. Ohne zu sterben wäre zumindest sinnvoll. So. So. Und gleich sterben wir. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. So. So. Okay. Das lief ja schon mal gut. Na, müssen wir das dann noch irgendwie abfangen? Sehr gut. Funktioniert das schon mal auf der Seite ganz okay. Na gut, dann laufen wir nochmal kurz nochmal rüber. What the f... Was zum Teufel ist denn das hier ständig? Ich kriege hier langsam Angst. Jetzt im Ernst? Ich weiß gerade echt nicht, was es ist. Klingt aber wie eine Fledermaus. So Kamikaze-Fledermäuse, die auf mich zufliegen und dann macht's Boom. Aua! Autsch! Das ist eine blöde Fledermaus. Verdammte Hühnergrütze. Wieso gibt's die hier überhaupt? Ich hab Angst. Mann. Ich geh jetzt das mal hier rauf. Ah, da muss auch noch Glowstones. Muss ich mir auch nochmal holen. Aber nicht jetzt. Erstmal hier sichern wir das Feuer. So, nein. Oh, Vollidiot. Oh, oh. Ganz ruhig bleiben.
Keiner spielt den Helden, da wird hier niemand verletzt. Ah, verdammte Hühner. Uncool. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das wird so nix. Wenn ich da runterfalle, dann bin ich tot. Also machen wir folgendes. Ich glaube, ich grab mich einfach mal hier runter. Oder wir gehen jetzt auch mal eben noch ein bisschen weiter und gucken einfach mal, ob wir irgendwo hier etwas, einen etwas besseren Platz finden. Ich habe auch schon mich irgendwo hier mal reingegraben. Also da hinten kann man es sehen, aber das war jetzt auch nicht so das Wahre. Wir brauchen echt unbedingt so einen blöden Tower. Und ja, da habe ich mich auch runtergegraben. Nette. Aus dem Weg. So. Da war jetzt aber auch nichts, ne? Nö. Wir könnten aber eventuell uns darüber. Wow. Uns darüber bauen. Zum Glück schleiche ich hier die ganze Zeit. Aber da unten, da müssten wir hin. Die Frage ist nur, überleben wir das? Na klar, überleben wir das. Weil Trick 17. La 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 la. So. Öl ist sowas Tolles. Umweltverschmutzung in der Hölle. So, müssen dann nur irgendwie da wieder hochkommen. Oh. Ganz ruhig bleiben. Okay, jetzt haben wir doch schon mal eine deutlich bessere Position, um da irgendwie mal weiterzukommen. Da oben ist Glowstone. Oh, das baue ich jetzt erstmal noch nicht ab. Denn wir gucken jetzt erst einmal nach einer Burg. So. Das Nether hier ist echt scheiße. Um es mal milde zu sagen. Oh. 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 What the? Nicht so hoch, Junge. Krieg ich doch Angst. Aua. Das sind ja diese komischen Magma-Slimes da irgendwie. Und die geben halt nicht normale Schleimbälle, sondern irgendwelche komischen anderen, dessen Namen ich euch gleich nennen kann. Wenn ich diese auch noch mal eben getötet habe. Und zwar diese Magma-Cream. Genau. Magma-Cream. Eine. Sehr gut. Das hat sich doch mal voll gelohnt. Aber jetzt kommt der Special Trick Nummer 88. Einfach Obsidian-Weg bauen. Like a boss. La, 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 la. Ich kann über Lava gehen. Go. Das heißt, kurz bevor wir sterben, schmeißen wir einfach. Was zum. Mal gucken. Ups, ich zähle runter da. Autsch. Genau reingejumpt. Ach du Verdammte. Lass mich doch mal in Ruhe. Oh. Ich hätte mich flaschen können, ne? Verdammt. Ja, die. Komm her, komm her. Oh, verdammt, daneben. Oh Mann. Wieso schießen gleich beide auf mich? Das ist voll gemein. Hahaha. Verbrenn du. Aua. Na, komm. Ach, mit einem Pfeil und Bogen geht das deutlich einfacher. Okay, da ist aber auch gerade so nichts. Da kommen wir her. Gehen wir mal hier machen wir mal weiter. Wir lassen uns einfach, davon einfach mal gar nicht so beeindrucken. Und laufen einfach weiter. Und hier ist Soul Sand. Das kann doch echt nicht sein. Was ist denn das hier für ein blöder Nether? Egal, wir laufen einfach weiter und weiter. Auf und davon. Oh, da ist Lava. Aufpassen. Oh, oh. Nein, raus aus der Lava. Raus aus der Lava und löschen. Zum Glück haben wir Öl dabei, wa? Was will der denn hier? Weg. Oh. Mit einem Ölwasser. Ölwasser, ja, ja, ja. Ja, gut. Mit einem Ölwasser. Mit einem
Eimer voller Öl sollte man auf jeden Fall brennende Gegenstände durch die Gegend werfen. Das ist äußerst sinnvoll und auch gegen die Sicherheitsvorschriften, also gegen die upsala, und Verfütungsvorschriften voll legitim. Das kann man ruhig machen. Da passiert überhaupt nichts. Das ist bei uns in der Firma auf jeden Fall Standard. Das machen wir nur so. Wenn irgendwas brennt, dann holt einer einen alten ödigen Lappen und dann geht's los. Und boah, sind die gerade echt nervig. Machen wir die ganze Rüstung kaputt hier. Ich bin neu gekauft. So ein bisschen Cabana, Junge. Boah. Ey, das ist doch. Boah. Boah. Ich will einen auf den Sack gehen. Ich hab gerade. Ja, noch ein paar Möhren essen. Oh, Mensch. Das liebst du nicht. Ich komme hier nicht voran hier. Ah. Oh, verdammt. Oh. Wir können uns hier ein bisschen tiefer. Okay. Okay. Ihr habt gewonnen. Schon gut. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ach Gott. Meine Güte, sind wir nervig. Ich komme jetzt einfach mal hier direkt einfach so rein. Und zwar mit. Mit Co, genau. Mit unserem Diamond Drill. Der geht hier nämlich richtig ab. Also, bam! Aber der verbraucht dabei auch extrem viel Energie. Und Energie ist ja nicht gerade etwas, was wir in Unmengen haben. Deswegen sollte man schon ein bisschen aufpassen. Hm! Ah, hier ist auch. Nee. Einfach doch mal. Gibt's ja nicht. Da gibst du nicht! Wir verdammten Bengel! Runter von meinem Rasen, ihr Lümmel! Oh Mann, Mann, Mann. Ey, dass ich auch keinen damit treffe, ne? Ist doch. Boah. Ah. Wieso explodieren eigentlich die Nettersteine nicht, wenn die darauf schießen? Wurde das gepatcht, gefixt oder. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt fast übersehen. Das habe ich ja nicht gesehen. Oh, hier ist ja, was wir gesucht haben. Aber das ist auch etwas, das ich haben will. Also gehe ich jetzt nochmal darauf. Mir egal. Like a boss. Und dann baue ich hier mal ein paar Glowstones ab. Das geht echt rasend schnell mit dem Diamond Drill. Das muss man schon sagen. Tun immer so süß, ne? Aber ja, ja, ja. Da fast keine Energie mehr. Ups, Alter. Hoppa. Du musst ja echt aufpassen mit dem Ding. Und da ist die Energie alle. Und das ist so, als ob ich das mit der Hand abschlage. Aber egal, ich bin gerade sofort zum Wechseln. dafür aber schon. Noch. Jetzt habe ich den weggeworfen. Was ist halt los mit mir? Ich habe, glaube ich, irgendwie so einen Q-Tick. Ich muss auf Q drücken. Was will ich im Inventar öffnen? Q! Drück auf Q, Junge! So. Jetzt haben wir Glowstone Dust. Das brauchen wir auch für Industrial Craft. Beispielsweise für ein Advanced Circuit. Und davon nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen was mit. Und graben uns aber auch hoch hier. Vielleicht mal außenrum, weil sonst sehe ich nachher den Wald vor lauter Bäumchen nicht mehr, wa? Nachher finde ich den Weg nicht mehr wieder und dann bin ich ganz traurig. Und hier ist auch schon die Burg. Und jetzt sage ich hier so ein paar Fackeln aufstellen, so wie hier und da und la la la. Dann laufen wir durch die Gegend, ganz normal, la la la. Aber irgendwie können wir noch diese. Über uns ist auf gar keinen Fall Lava. Da sollten wir auf jeden Fall ein Loch reinschlagen. Das würde ich durchaus empfehlenswert finden. Ach ja, genau. Man kann ja jetzt auch. Für die es noch nicht wussten, man kann jetzt auch Treppen raufrennen. So. Like a boss. Okay, und da und hier und. Es wird noch lustig, wenn wir dann mal wieder zurückkommen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall eine Spitzhacke dabei behalten. Ansonsten kann das eine Weile dauern. Okay, da ist schon mal nichts mehr.
Und ich habe auch gleich nichts mehr zu fressen dabei. Oh, ich muss unbedingt eine Schweinezucht oder sowas machen. Puh. Da ist nix. Da ist nix. Da auch nix. Hier, da nix. Hier. Hier was? Ne. Das ist auch überhaupt nix. Und was ist hier? Da geht's hoch. Oh, schöner Balkon. Fette Aussicht. Ah. Hier haben wir ein Erlebnis. Und stecken da so ein Dingsen da rein hier.